Todesstrafe bei homosexuellen Handlungen. Das ermöglicht ein neues Anti-LGBT-Gesetz in Uganda. Damit hat das ostafrikanische Land eines der schärfsten homosexuellen Gesetze der Welt. Das hat eine Welle internationaler Empörung ausgelöst. Die USA prüfen Visabeschränkungen für ugandische Beamte und andere Personen, die die Menschenrechte verletzen. Aber auch andere afrikanische Länder wie Kenia und Ghana diskutieren ähnliche Vorhaben. In Uganda hat die schon lange vorhandene Gewalt gegen queere Menschen damit nun auch den offiziellen Segen des Staates. Mit der Unterschrift des Staatschefs hat Uganda nun eines der schärfsten anti-homosexuellen Gesetze der Welt verabschiedet. Die maximale Strafe ist der Tod. Wenn Sie also schwere Homosexualität begehen, droht Ihnen laut Gesetz der Tod. Das Gesetz definiert schwere Homosexualität als gleichgeschlechtliche Beziehungen, an denen HIV-positive Menschen, Minderjährige und andere gefährdete Gruppen beteiligt sind. In Uganda, wo Homosexualität seit langem aufgrund von Gesetzen aus der Kolonialzeit illegal ist, nimmt die anti-homosexuellen Stimmung zu. Lokale Aktivisten und Menschenrechtsanwälte lehnen das Gesetz ab. Sie behaupten, es sei ohne Rücksprache mit der LGBT-Community verabschiedet worden und sei verfassungswidrig. Das Gesetz kriminalisiert einvernehmliche gleichgeschlechtliche Aktivitäten unter Erwachsenen und verstößt damit gegen die Verfassung, verletzt das Recht auf Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Die UNO kritisiert das Gesetz als drakonisch und diskriminierend. US-Präsident Joe Biden hat Uganda aufgefordert, die Maßnahme aufzuheben und bezeichnete sie als tragische Verletzung der allgemeinen Menschenrechte. Das Gesetz bestraft nicht nur diejenigen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen eingehen, sondern auch Zeugen homosexueller Hochzeiten sowie Immobilienbesitzer, die wissentlich an homosexuelle Paare vermieten. Viele befürchten, dass dadurch die LGBT-Community Ugandas systematisch entwürdigt und weiter isoliert wird. Marielle Reis ist Ostafrika-Expertin bei Amnesty International. Frau Reis, das Papier ist ja geduldig. Manchmal wollen ja auch Regierungen oder Präsidenten wie jetzt in Uganda die eigene Klientel im Land mit solchen Gesetzen ruhig stellen. Wie ernst muss man dieses Gesetz nehmen? Ja, guten Abend. Das Gesetz sollte man schon sehr ernst nehmen. Es fällt ja auch nicht vom Himmel, sondern reiht sich eben ein in Gesetzgebungen, die schon vor Jahren auf den Weg gebracht wurden. Und Sie haben ja eben auch schon dargestellt in Ihrem Ausschnitt oder in Ihrem Beitrag, welche weitgehenden Auswirkungen das Gesetz haben wird auf LGBTIQ+-Personen in Uganda, aber eben auch AnbieterInnen von Gesundheitsservice und NGOs, die in dem Bereich tätig sind. Also wir nehmen das Gesetz sehr ernst und ja, die Reaktionen weltweit haben ja auch gezeigt, dass die Regierungen anderer Länder das Gesetz sehr ernst nehmen. In Uganda, die AktivistInnen, sie haben das eben auch schon gezeigt, haben bereits Klage eingereicht. Also die Relevanz ist hoch, nicht nur für Personen, die der Community angehören, sondern eben auch andere Personen im Umfeld. Und das ist wichtig, das auch tatsächlich ernst zu nehmen, die auch dadurch entstehende Homo- und Transfeindlichkeit im Land. Warum spielt eigentlich gerade Uganda beim Kampf gegen queere Menschen so eine Vorreiterrolle? Ja, Vorreiterrolle ist vielleicht ein schwieriges Wort, finde ich. Tatsächlich reiht sich Uganda aber definitiv ein in eine Dynamik zunehmender Homo- und Transfeindlichkeit. Und die, wie gesagt, die erleben wir oder die sehen wir eben auch schon seit Jahren. Es geht da in vielen Ländern um die weitergehende Kriminalisierung von gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen. Und die Rolle Ugandas ist da besonders, weil sie eben schon seit 2013, 2014 gab es schon mal einen ähnlichen Gesetzentwurf,
Und deswegen ist Uganda da sozusagen immer auch ein Land, auf das geguckt wird, auf dem Kontinent, aber eben auch weltweit. Vorreiterrolle finde ich schwierig, aber tatsächlich. Ja, das ist natürlich nicht als im positiven Sinne gemeint, das ist schon völlig klar. Nur es ist ja, einige Länder haben damit ja offenbar in Afrika als großem Kontinent viel weniger Probleme. Deswegen hatte ich mich einfach gewundert, warum gerade da? Kommt das noch aus der Kolonialzeit? Ist das sozusagen übernommen worden? Ja, genau. Also tatsächlich gibt es auf dem afrikanischen Kontinent einige Länder, die noch koloniale Gesetzgebungen, die gehen eben hauptsächlich auf British Commonwealth Law zurück, also durch britisch kolonisierte Länder, kriminalisierende Gesetzgebung in den Verfassungen haben, in den Strafgesetzbüchern haben. Uganda ist eins davon. Dasselbe gilt auch für Kenia, für Ghana und für andere Länder auf dem Kontinent. Mhm. Und sozusagen die eigentlichen homofeindlichen und transfeindlichen Gesetzgebungen kommen somit eben aus den westlichen Ländern und wurden damit eigentlich implantiert. Implantiert sozusagen. Mariel Reis, vielen Dank für diese Informationen. Ja. Vielen Dank.